Leute, willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video und einem Gewinnspiel, was es so auf meinem Kanal noch nie gegeben hat und eventuell wird es das aber in Zukunft öfter geben. Eventuell. Ganz wichtig, gesponsert vom EA Creator Network, wo ich schon jahrelang mit am Start bin, die mich sowieso regelmäßig mit Codes, Coincodes versorgen zu einem Season-Start in der Regel, die ich dann an euch verlose. Wer das noch nie mitbekommen hat, ihr wisst also Bescheid, bleibt bei YouTube am Start. Ich zeige dieses Video gerade auch aktuell auf Instagram und auf TikTok, nicht nur auf YouTube. Also wer hier am Start sein will, ich sage euch gleich, was es zu beachten gibt. Ganz, ganz wichtig, auf welcher Plattform ihr das Video jetzt zu Ende schaut, ist vollkommen hupe. Aber die Verlosung im Endeffekt findet ausschließlich auf YouTube statt. Ganz, ganz wichtig. Also switcht am Ende des Videos einfach rüber auf YouTube. Wäre eine feine Sache. Was gibt es zu gewinnen? Das möchte ich euch gleich zeigen. Jetzt mache ich erstmal dieses riesen Banner weg und zeige euch, bevor ich euch zeige, was es zu gewinnen gibt, was gerade wieder am Start ist. Leute, der Solo-Modus. Ich wusste es vorher ja schon, dass der Solo-Modus nochmal in Season 21 zurückkommt. Er ist wieder am Start für 2 Wochen. Aber der Quads-Modus ist auch noch da. Richtig geil. Deswegen meine Worte an EA. Ich weiß, ihr hört zu. Bitte, bitte lasst alle Modi drin. Solos, Duos, Trios, Quads, egal was. Bitte nicht ständig irgendeinen Modus rausnehmen. Das will die Community nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das führt zum Erfolg für dieses Spiel. Punkt aus Ende. Was gibt es zu gewinnen? Es gibt nämlich einen neuen Store und es gibt erstmalig einen Code für euch, der euch einen richtig genialen 301-Skin, einen Conduit-Skin und einen Banner-Frame beschert. Welchen genau, zeige ich euch hier. Um dieses Bundle geht es. Ihr bekommt diesen richtig genialen, korrumpierten Wächterin-Skin für Conduit. Ihr bekommt wohl den schönsten 301-Skin, den es jemals in Apex Legends gab. Meine Meinung, die 301 hat sowieso richtig viele geile Skins. Aber der haut mich komplett aus den Socken. Der ist mit dabei. Und der Banner-Frame, der legendenunabhängig ist, den bekommt ihr ebenfalls mit dazu. Leider nicht die 40 Packs. Schade. Ich habe diesen Coincode übrigens auch gesponsert bekommen. Für mich persönlich noch. Und einen, wie gesagt, für euch. Denn wer das noch nicht gesehen hat, ich bin mir relativ sicher, dass es das vorher so noch nie gab. Ihr könnt jetzt mitten im Spiel Coincode einlösen drücken. Und dort habt ihr dann diesen Code. Das ist egal, auf welcher Plattform ihr spielt. Das ist völlig hupe. Switch, Game Boy Color, Atari, PS5, PC, hast du nicht gesehen. Es ist ein und derselbe Code. Ich brauche nicht wissen von euch, auf welcher Plattform ihr spielt. Nicht so wie früher mit den Coin-Codes. Also, ansonsten gibt es hier noch jede Menge andere Sachen in dem Store. Zum Beispiel Octane Design. Müssen wir nicht drüber reden. Das ist, glaube ich, auch mit der geilste Skin überhaupt. PK, selbes Design. Zu krank. Wirklich. Ich würde gerne jetzt mein gesamtes Vermögen verschwenden, aber ich mach's nicht. Aber es ist einfach, also wirklich, die Designs dieser Skins sind einfach, einfach krank. Und es gab diesen Skin, wem der bekannt vorkommt, den gab es schon mal für Pathfinder. Geil. Einfach wirklich der geilste Skin für Pathfinder, meiner Meinung nach. Und für die 99 sowieso. Leider Gottes, und das finde ich sehr schade, nicht mit diesem, ich sag mal, Pay-to-Win Ironside. Dann würden sich einige 99 Skins viel, viel besser verkaufen, wenn dieses geile Ironside dran wäre. Ist es aber leider nicht. Aber spielt für dieses Video keine Rolle. So sieht es übrigens aus, wenn ihr das eingelöst habt. Das ploppt dann sofort auf als Bestätigung. Das ist jetzt ein Screenshot. Da seht ihr, was ihr gewonnen habt oder was ihr eingelöst habt. Und dann könnt ihr das sofort ausrüsten. Das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache. Was müsst ihr tun? Jetzt komme ich aber nach 4 Minuten endlich mal zum Punkt. Wie gesagt, ausschließlich auf YouTube. Egal, ob ihr auf TikTok oder Instagram unterwegs seid. Ihr müsst meinen YouTube-Kanal abonnieren. Ihr müsst mir einen Kommentar hinterlassen. Wenn ihr jetzt also auf TikTok oder Instagram schaut, schaut es gerne dort zu Ende. Wechselt auf dasselbe Video auf YouTube. Hinterlasst mir dort diesen Kommentar. Ihr könnt mir einen Roman schreiben. Ihr könnt aber auch einfach nur Codewort Gewinnspiel schreiben, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil und ihr braucht sowieso zwingend Instagram, damit wir miteinander in Verbindung treten können, weil ich natürlich den Code nicht einfach bei YouTube posten kann, dann kann den ja jeder lesen. Deswegen, sobald ich Sonntag, diese Woche Sonntag oder spätestens Montag, werde ich den Gewinner bekannt geben, nur auf YouTube, nicht auf TikTok oder Instagram. Die Verlosung findet dann zum Schluss als Video nur noch auf YouTube statt. Wenn du dich dort wiederfindest, meldest du dich auf Instagram bei mir. Ich prüfe, ob du der
rechtmäßige Gewinner bist. Sollte das so sein, bekommst du sofort, wenn ich es gelesen habe, den Code zugeschickt. Du kannst ihn sofort einlösen und alles ist schön. Ansonsten, wie gesagt, ganz wichtig, Pflicht, YouTube abonnieren, das ist sowieso klar. Wer Bock auf TikTok-Support hat, würde ich mich sehr drüber freuen. Dort knacken wir demnächst die 4000. Das wäre eine richtig geile Sache. Wie gesagt, ich war ja vor 2 Monaten nach LA eingeladen worden von EA zu den Global Series, konnte dort auch die neue Season testen, die Season 21. Und dort habe ich das meiste auf TikTok gepostet. Wer über sowas mehr Bescheid wissen will, dort poste ich sowieso immer mal so ein paar Kurzvideos, lustige Sachen, geile Livestream-Szenen aus aller Welt, die nicht von mir sind, die ich mir hier und da ziehe, weil ich sie genial finde, reposte das bei mir. Das kommt auch sehr, sehr gut an. Deswegen würde ich mich freuen, wenn dort auch noch ein bisschen mehr Support am Start wäre. Leute, das ist eigentlich das Wichtigste, was es in Zukunft zu beachten gibt. Und ansonsten hoffe ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird, aber wenn das jetzt zukünftig öfter so ist mit diesem Coincode-Gedöns, ich könnte mir vorstellen, dass das Respawn vielleicht jetzt öfter so macht oder EA. Vielleicht ist es in Zukunft auch möglich. Das ist nur eine Theorie. Ich weiß nicht, ob das jemals passieren wird, aber das ist eine Idee und meine Vermutung, dass man vielleicht auch irgendwann einen Battle Pass via Code verlosen kann, den ich vielleicht gesponsert bekomme. Das ist, wie gesagt, nur eine Theorie. Das wäre natürlich eine richtig geile Sache. Mal unabhängig davon, wie die Kritik am neuen Battle Pass ist ab Season 22. Ansonsten verbleibe ich jetzt mit freundlichen Grüßen, bin auf eure Meinung gespannt, was ihr von den Skins haltet. Wie gesagt, ich persönlich finde sie mit die geilsten, die es jemals in Apex Legends gab, nach über 5,5 Jahren jetzt. Freue mich auf eure Kommentare. Sonntag, Montag, plus minus, wird der Gewinner bekannt gegeben. Der darf sich dann auf diese drei Sachen freuen. Das war's jetzt von mir. Ich bin raus, haut rein. Ciao.